wenigstens ein bisschen was haben wir in die Wand gepfercht. Hallihallo, Lüchern, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Monster. Jo, und ich habe mich jetzt mal hier entschieden, das ganze Zeug hier mal reinzulegen. Moment, habe ich meine Hose an? Ja, immer die Hose anbehalten. Das Ganze hier, Hilfe, soll mal da runter. Dafür brauche ich aber noch so einen kleinen, ja, ich würde das hier gerne... Du bist voll, da nehme ich dich mit. Ja, ich würde hier gerne so einen kleinen, kleinen Raum machen für die ganzen Energiedinger. Hier die Glasfassade will ich auch noch irgendwie machen. Machen wir das so groß oder noch ein bisschen größer, den Durchgang? Machen wir dann so, da können wir hier dann auch das hier alles mit ansehen. Hammer. Und ja, wie soll das Ding dann sein? Braucht ja eigentlich nicht groß zu sein. Gravel. Ah, ich hasse Gravel. So müsste das hier her. Das hier. Machen wir das hier jetzt dann ein bisschen größer oder nicht? Ja, da ist noch Eisen. Na, das Eisen hole ich mir mal hier aus der Wand. Da oben liegt noch... Ah, nee, sind nur Steinchen. Habe ich meine Schaufel? Ja, ich habe meine Schaufel dabei. Ansonsten würde das ja hier ewig dauern. Es dauert auch so ewig. Habe ich meine große Schaufel dabei? Ja. Dann nehmen wir eben die hier. Ah, es ist so schön, wenn man den Gravel hier den Gar ausmachen kann. Wie viel ist denn da noch? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Ist wirklich so viel Gravel. Es braucht doch kein Mensch. Wer würde schon Gravel wollen? So, nach unten. Nach unten, nach unten. Wie mache ich denn das hier am besten? Hier wollte ich komplett Basaltboden nehmen. Wo sind denn eigentlich meine ganzen Platten wieder hin? Habe ich die jetzt alle wieder reingeräumt? Mal schauen. Basalt. Okay, hier sind sie. Die Cover. Dann kann ich mir die hier noch nehmen und noch zuschneiden, falls ich sie brauche. Wie viel Zeug ich wieder schon wieder im Inventar habe. Basalt Cobblestone brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Jedenfalls momentan nicht. Den nehme ich mal hier trotzdem unten. Könnte notwendig werden. So, dann muss das hier auf diese Höhe sein. Auf dieser. Jetzt lasst mich doch da mal das Zeug so hinbauen, wie ich das brauche. Wie wär's denn damit? Theoretisch könnte ich die Reihe hier noch wegmachen. Und dann hier so rüber. Nein. So rüber als Übergang. So, und hier jetzt nach unten. Ah, Mann. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es so sehr. Das ist doch normalerweise nicht so schwer, oder? Stelle ich mich nur so blöd an, oder ist es wirklich so behämmert, damit zu arbeiten? Jo, der Raum hier wird komplett mit schwarzem Boden. So. Reicht mir das hier schon? Ah, du kommst weg. Da ist er. Dass das immer noch so langsam geht mit dem Basalt hier. Ich hol mal schnell das ganze Zeug von oben. Wutsch. Und habe ich meinen Hammer dabei? Also diesen Schraubenschlüssel? Nein, habe ich natürlich nicht. Wäre ja auch viel zu einfach gewesen. Lass mich doch daher. Hammer. Wo ist mein Hammer? Habe ich den irgendwo abgelegt? Normalerweise nicht. Ich meine, das Ding ist ja nicht schwer zu bauen. Ich frage mich halt nur, habe ich hier eigentlich den Schraubenschlüssel? Ja, ich habe hier den Schraubenschlüssel drinnen.
Heißt das, ich kann mir hier die Dinger einfach mitnehmen? Ja. Dann kommt ihr hier mal alle mit. Ja, alle einfach mit. Und das Ding hier vorne brauche ich auch. Nein, ich will dich hier nicht umdrehen. Ich will dich abmontieren. Ach Mann, dann eben nicht. Mach ich es halt hier mit. Dann, ja, wenn ich dich hier mit abbaue, verlierst du deine gesamte Energie. Okay, aber ich kann dich trotzdem abbauen. Das finde ich schon mal schön. Lava Fabricator, du musst mit mir kommen. Nein, ich will dich... Ich brauche meinen Schraubenschlüssel, so ist es doch nix. Schraubenschlüssel, wieso habe ich meinen Ich habe die Energie weggenommen, deswegen funktioniert da jetzt nichts mehr. Mann! Wo ist mein Schraubenschlüssel hin? Kann ich mir den hier jetzt mitnehmen? Nein, der funktioniert natürlich genauso wenig, aber kann ich den hier... Ich müsste den hier doch so einstellen können, dass er jetzt wenigstens wieder das andere Ding befeuert. Nein, du musst hier weg und du musst hier weg. Ah, hat immer noch Energie drinnen. Dann kann ich euch hier miteinander verbinden. Du bist ein Drive, das heißt, nee, du verbindest dich so nicht. Ah, Mann, was habe ich nur getan? Was habe ich getan? Die hier kann ich nehmen. Vielleicht reicht das hier, ja? So. Habe ich jetzt wieder Zugriff? Ja. Dann craften wir uns hier eben schnell einen neuen. Da bist du. Ja, lade doch. Danke. So. Jetzt kann ich euch hier wieder abbauen und kann dich hier mitnehmen. Danke. Kann ich hier alles wieder starten lassen? Die hier nehme ich mir mal mit. Und natürlich die größeren Energieleitungen hier. Davon werde ich dann auch noch einige bauen müssen. Ich bin so langsam, wenn ich diese Hose im Fliegen anhab. Nach unten. Ja, und mir ist gerade aufgefallen, dass ich bei der Treppe was falsch gebaut habe. So wollte ich sie eigentlich nicht haben. Ich wollte das eigentlich ein bisschen kompakter machen, und zwar mit den kleineren Stufendingern. Aber, naja. Denn, okay, ich habe die Dinge hier. Muss ich mal schauen, wie ich das hier dann machen kann. Ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter rein. Wo ist es denn? Hammer, 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 Hammer. Da ist er. Hammer, Hammer. Hoffentlich kommt jetzt wieder kein Gravel. Das wäre blöd. Blöder Gravel, ich mag dich nicht. Müsste er mittlerweile schon mitbekommen haben. So. Wie machen wir denn das dann am besten? Ich habe jetzt auf jeden Fall hier 5 magmatische Dynamos. Das heißt, die... Wieso setzt du dich so hin? Hä? Wieso? 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 Dann brauche ich hier also 1, 2, 3. Vier, fünf. Ich kann ja fliegen, wieso bin ich da jetzt hochgesprungen? Das heißt, so groß muss dieser ganze Raum werden. Ach komm, jetzt bau doch ab. Ist das... Oh Mann. Bin man ja wahnsinnig. So, komme ich hier oben noch ran? Ja, ich komme so hoch. Aber nur, wenn ich auf irgendwas stehe hier. Okay, das ging schon mal besser. Okay, dann muss ich hier also das hier noch so weit nach oben ziehen. Hier sollte ich das hier abbauen können. Ich brauche noch... Ich bin hier so voll gepackt mit Zeug. So. Schwert sollte ich jetzt momentan hier nicht drinnen brauchen. Dann setze ich hier mal schnell die hier hin.
Ja. Oder mache ich das so direkt an die Wand? Das könnte natürlich auch geil kommen. Ja, dann machen wir das hier anders. So, ihr kommt mal hier wieder mit. Dann. Ja, dann kann ich das hier vielleicht ein bisschen kleiner machen. So, hier, das hier muss auf jeden Fall hin. Und die hier müssen auf jeden Fall weg. Genauso wie die hier. So, und das hier muss eigentlich alles mal weg. Eieiei, immer dieses Gebaue. Ich bin mir ja wahnsinnig. So. Das zwei nach oben. Das hier muss ich so abbauen. So, und die hier auch weg. So, und da kann ich jetzt nicht, weil ich hier rumback. Hilfe! Hör doch auf. So. Was stehe ich jetzt gerade? Ah, okay. Ich habe mich gerade schon gewundert. Wenn man so aggressiv. So aggressiv. Das glaubt ihr gar nicht. So, ein bisschen Platz muss ich hier noch unten lassen. Für das, was ich da reinziehen will. So, so hoch? Ja, genau. Dann muss hier außen also wieder so eine Platte drauf. Was machen wir denn dann hier als Decke? Weiß ich gar nicht. Okay, hier können wir jetzt auf jeden Fall die hier nach oben ziehen. Und die hier ranklatschen. Dann machen wir das hier ein bisschen stylischer. Ja, komm. Machen wir das hier ein bisschen stylischer. Frage ist, wird es jetzt stylischer, was ich da plane? Jetzt lasst mich doch hier raus. So, zwei. Nein, da war noch einer. Gut. Ja, komm, machen wir das so. Dahin. 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 Dann müsste jetzt theoretisch. Na, wie machen wir das hier mit den Fluid Ducts? Ah, so ist es auch blöd eigentlich, aber. Geht, glaube ich, nicht besser. Dann. Wo ist der Lava-Generator? Den habe ich auch auf jeden Fall mitgenommen. So was Wichtiges wie den Lava-Generator kann ich nicht oben stehen haben lassen. Habe ich wirklich den Lava-Generator oben stehen lassen? Ist das dein Ernst? Also ist es mein Ernst? Lava-Generator? Es ist außer Power. Da ist er. Lava-Fabricator. Genau. Ah, weil ich mir das Ding hier noch craften wollte, was ich jetzt habe. Jo. Haben wir das hier? Dann Lava Fabricator theoretisch. Wenn ich den hier hinstelle. Nee.
Theoretisch müsste der hier hin. Da schaut er dann noch komischer aus. Ich wollte irgendwas haben, was cool ausschaut. Ah, wie mache ich das am besten? Okay, ich habe noch genug Marble. Ich dachte mir schon, dass ich das nicht schaffen würde. Hoch. Dann haben wir hier den Energieraum. Ich hab doch hier. Natürlich liegt es mir nicht in den Slot, wo es vorher war. Es wäre ja viel zu einfach. Viel zu einfach für mich. Sowas kann man ja nicht machen. So. Und hierhin und hierhin. So, dann hier der Basalt. Was ist da jetzt gerade passiert? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Ich verstehe es nämlich nicht. Oh, das schaut hier irgendwie so klein aus alles. Wisst ihr, was ich meine? Naja, wahrscheinlich, weil ich nicht weit genug in den Seiten reingegangen bin. So kann ich hier... ich war am Energiekabel gehangen. Ich hänge immer noch am Energiekabel. Hilfe! So, hier rüber. Das ist alles hier irgendwie... Ich muss mal schauen, ob ich das hier abändere. Wieso konnte ich den hier jetzt setzen, ohne was in der Hand gehabt zu haben? Ja, seht ihr, was ich meine? Das ist hier alles so klein. Die Höhe passt eigentlich fast, wobei... wie machen wir das am besten? Ich hätte hier auch gerne irgendwo in der Wand oder sowas das ganze Ladeteil hier. Wobei, wenn ich das hier dran setze, dann habe ich... Nee, habe ich immer noch nicht. Nee, wenn ich das so hinsetze, dann funktioniert das auch nicht, wie ich will. Vielleicht müssen wir hier dann eine ganz andere Möglichkeit suchen. Ich lasse den hier jetzt erstmal wieder aufladen. Und stelle hier mal wieder die Tanks hin. Wobei, ich mache hier vielleicht Dual-Tanks. Ja, das sollte auch ganz gut ausschauen. Nether Brick Cover hier jetzt erstmal davor. Dann. So. Holen wir mal das ganze Zeug fürs ME-System. Kann ich das hier jetzt einfach mitnehmen oder muss ich bei jedem die Einzelteile rausnehmen? Also die verschiedenen Chips und sowas. ME-Drive, ne, die fliegen einfach raus. Mist. So. Habe ich den hier jetzt noch? Okay, dann den hier. Den hier. Nee. Nee, liegt hier noch irgendeins von den Drives rum? Nee, ich habe sie, glaube ich, alle eingesammelt. Schauen wir mal runter. Würde ich das hier gerne als meine ME-Ecke haben? So. Machen wir hier einfach mal auf. Dann... Der Controller muss natürlich mit her. Der muss auch dann an Energie angeschlossen werden. Dann braucht der natürlich hier
Na, das würde ich fast hier oben hinsetzen. So, dann ein Drive. In das Drive können wir schon mal die ganzen hier wieder reinsetzen. Dann wollen wir den ME-Schnittpunkt hier so setzen, dass es gut ausschaut. Wobei, ich wollte den hier eigentlich hier belassen. Zumindest, wenn ich jetzt hier noch am Rumhampeln bin. So, Fisch, Fisch, Fisch. Mal wieder was Kleines essen, bevor ich Schaden kriege, wollte ich sagen, aber dann war schon zu spät. Brauchen wir für die Symmetrie noch einen von den Drives? So, ME Drive. Hab ich jetzt hier noch einen Moment? Ich kann ja dich hier mal abbauen. Dich hier hinstellen, oder? Nee. Weil du nach da hinten nichts ausgibst. Jetzt gibst du was aus. Zwar ziemlich viel, aber Energy. Redstone. Nee, ich kann mir hier aber also Redstone rausnehmen und die hier. Schauen wir mal. Redstone. Was brauchen wir denn dafür? Ja. Den hier. Habe ich davon noch irgendwas? Mir fehlt Elektrum. Elektrum. Wie ging denn Elektrum nochmal? Naja, Elektrum, das ist Silber und Gold. Silber. Gold. Na, deswegen, weil ich fast kein Gold mehr gehabt habe. Deswegen habe ich so wenig gemacht. Okay, dann sollten wir jetzt aber hier. Ja, ich muss den Ding hier wieder mitnehmen, ansonsten habe ich keine Energie. Das ist halt das Blöde, wenn man hier versucht rumzubauen. Man muss schauen, wie man das Ganze trotzdem noch mit Energie versorgt, während man hier irgendwas macht. Induktionsschmelzer, da ist er. So, Gold, Silber. Gibt's mir Elektrum? Ja, das ist gut. Okay, du rennst jetzt. Was wollte ich sagen? Genau, du hast jetzt ziemlich wenig Power, aber das geht noch. Das müsste eigentlich gehen. So, wie schaut's denn dann aus? Was muss ich denn dann alles mitnehmen? Du kommst hier in mein Haus. Ein Amboss. Wieso habe ich den Amboss hier noch rumstehen? Oh, bist du jetzt ein zerbrochenen? Very damaged Anvil. Okay. dich kann ich ja eigentlich gleich hier mit hinstellen. Na, ist ja egal. Solange du noch nicht kaputt bist, komplett, kann ich dich hier immer noch mit rumschubsen. 32 Elektrum. Habe ich noch hier den Fluid? Noch irgendwas? Dingsbums? Magma Crucible, da ist das Ding. Wenn ich euch hier abbaue, verschwindet das Zeug dann in euch wieder? Fluid Transposer und Magma Crucible. So, du sollst das Ganze nach rechts ausgeben, genau. Du sollst das Ganze von links aufnehmen und dann in die Dingerchen hier rein. Das brauchst du ewig. Brauchst du ewig! Beeil dich! So, Elektrum ist durch. Wenn ich noch eins von diesen Dingern habe, könnte ich euch genau. Machen wir das Ganze nämlich so und hauen dich da oben hin. So, das ist ja egal mit euch. So, solltest du jetzt schnell Energie bekommen. Und ich könnte, ach nee, ich muss ja das Ding hier mitnehmen. Wieso, mein CPU rastet anscheinend schon wieder aus, besser gesagt mein OBS. Ich muss das Ding mal updaten, vielleicht geht's dann. Aber das ist nur bei Minecraft Monster.
Bei Infinity oder sowas, da habe ich noch einen Shader und sowas mit drin und dann passiert sowas nicht. Vielleicht müsste ich hier auch mal Optifine installieren. Weil ich habe keinen Plan, wie das funktioniert. Jo. Und nach unten. Das hat mich ja gewundert, dass es bei Infinity so funktioniert hat. Hier hin. Du hast es hinten wieder nicht. Oder hast du einfach, du hast einfach keine Energie mehr, deswegen funktioniert es nicht. Okay. So. Dann, na, das ist blöd. Ich würde hier gerne weitermachen, nur kann ich, weil ich keine Energie habe. So. So müsste das theoretisch ausschauen. Dann müsste hier theoretisch die Energie lang unterirdisch. Machen wir hier schon mal auf. Hier kommt dann die Hauptleitung rein. Natürlich von hier unten runter. So, sollte auf jeden Fall erstmal die Hauptleitung ausschauen. Und dafür brauchen wir natürlich noch die ganzen Materialien und alles. Wie viel hast du jetzt? Genug, dass ich mir hier irgendwas craften kann? Komm bitte, das wäre so schön. So. Und so. Wie viel? 48, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Dann nehme ich dich hier jetzt wieder mit. Ich weiß gar nicht, wie viel du jetzt momentan in der drinnen hast. Ich glaube nicht mehr so viel. Hast du hier ein bisschen Energie gespeichert und kannst die hier mal voll machen dabei? So. Jetzt kommt da langsam das ganze Zeug. Ah, das ist schön. Energie bist du jetzt wieder... Ach nee, du gibst dir hier noch gar keine ab. So. Dann reicht es hier von Redstone. Und dann würde ich dich hier jetzt nämlich schon mal abbauen, dann würdest du keine Energie mehr ziehen. Okay, du bist eh voll. Nee, hat nicht gereicht, hat nicht gereicht. Und ja, ich weiß, ich könnte dir eigentlich unten hinstellen und dann mit der Energie arbeiten, die ich mir hier momentan rausnehme. Nur wenn ich sie schon unten habe, dann will ich das komplett richtig hinstellen. Machen wir das so rum. Wir werden die hier jetzt schon nicht mehr erreichen. Oder? Ah, doch, reicht. Nee, aber wisst ihr was? Dann gehen wir hier andersrum. Könnten wir hier in der Wand nämlich noch gleich ein paar Sachen hinstellen. So gehen wir dann. Nein. So, und hier unten durch. Wo habe ich denn den hier jetzt hin platziert? Mann, solltest du doch gar nicht hin. So, und du hier jetzt. Liegst du jetzt hier noch da unten oder habe ich dich... Nee, ich habe dich natürlich nicht eingesammelt, du liegst noch da. Jetzt aber. Basalt. Oben drüber, damit keiner was sieht. Natürlich so, wie es sich gehört und nicht wie anders, wie sich die Platten hier das gerne wünschen. So, dann kann ich hier wenigstens schon mal die Dinger von oben hier nehmen. So, du weg, du weg, du weg, du weg. Und nach unten. Das ist halt das Blöde mit diesen Blöcken. Weil ich die jetzt habe, kann ich dahinter keine Leitungen verstecken. Deswegen muss ich das hier jetzt so machen, damit ich hier einigermaßen Style reinbekomme. Magma Crucible. Dann du hier. Und du... Ja, du müsstest jetzt theoretisch hier sein, weil ich hier nicht genug Platz habe. Das muss ich ändern, auf jeden Fall.
So. 0% Energie, aber hier wird jetzt alles geladen. Das heißt, ich könnte mir jetzt hier Redstone rausnehmen. Den hier da reinschmeißen. Und die hier da reinschmeißen. Und das würde funktionieren. Dann würde ich sagen, hauen wir hier noch die Platten oben drüber, damit es wieder einigermaßen schön ausschaut. Schon wieder eine halbe Stunde. Ich brauche eindeutig zu lang für das ganze Zeug. So, dicht und dicht. Dann hier die Platte davor. Habe ich ja hier gar nicht gebraucht. Und hier. Damit mir hier nichts mehr sieht. Wobei, ich kann die hier abschneiden. Ist das dein Ernst? Wenn ich die Platte da hinsetze, ist es abgeschnitten. Moment, wenn ich jetzt die hier habe, habe ich noch genug davon? Ja, habe ich. Dann machen wir hier eben eine Platte mit einem Loch. Ah, das Loch ist nicht groß genug. Das ist blöd. Schaut jetzt immer so ein bisschen was raus, aber es ist besser als gar nichts. So, dann haben wir das hier auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen dicht. Und weil wir da jetzt noch nichts drinnen stehen haben, machen wir hier schon mal so zu. Dann würde ich sagen, wenigstens ein bisschen was haben wir in die Wand gepfercht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.